So, wir starten wieder weiter frisch in den Januar. Ja, auf jeden Fall, meine Pläne für dieses Jahr sind eigentlich recht überschaubar. Neben ein paar privaten Dingen, die ich jetzt hier nicht so breit treten möchte, ist natürlich auch dabei, doch endlich mal etwas abzunehmen, weil es steht einfach nicht so weiter. Dann will ich mich auch außerdem etwas von Dingen hier im Haushalt trennen, weil man hat einfach echt viel zu viel Stuff, den man eigentlich nicht braucht. Deswegen wird einiges verbraucht. Dann wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was verkauft und was halt dann gar nicht mehr so läuft, wird halt weggegeben oder dergleichen. Es ist halt wirklich so in Richtung Minimalismus, die zwar nicht sehr extrem, aber doch schon ein bisschen. Und ja, dann auf jeden Fall auch wieder, sobald die Temperaturen gut sind und es nicht mehr allzu kalt wird, hoffe ich doch mal, wird Balkonien wieder ein bisschen bepflanzt, damit man auch so ein bisschen was hat, ein bisschen ein paar Blümchen, ein bisschen was zum Knabbern und so. Ist auch ganz schön für die Kinder, insofern man es dann macht. Sind halt Gärten oder wenn man seinen Balkon dafür nutzt, auch sehr praktisch, auch wenn bei mir wirklich, wenn die Sonne denn mal scheint, es wirklich drauf knallt, müsste ich mich mal informieren, was man da am besten hinsetzen kann, weil vieles verträgt ja so viel Sonne halt nicht, aber es wird schon klappen. Auf jeden Fall nehme ich euch da auf der ganzen Reise mit. Und ja, dann wird man ja sehen, was man alles so geschafft hat dieses Jahr. So schaut man eben hier ein leeres Glas mit einem Kerzendocht drinnen und zeige ich euch mal, was daraus werden soll. Hier in dieser Metalldose habe ich Wachs drinnen. So eine halbe Kerze noch und ein bisschen was Geschmolzenes noch mit. Das werden wir dann gleich einschmelzen. Und dann kommt das in das leere Glas. Und so muss man keine Kerzenreste verschwenden. Denn wisst ihr, man muss ja nicht immer alles damit wegschmeißen, wenn man noch so Kerzenreste übrig hat. Ich habe wirklich sehr viele Kerzenreste übrig noch. Unter anderem auch noch diesem Glas hier drinnen, was schon ein bisschen ramponiert aussieht, aber sieht man hier mit zum Beispiel lila, bisschen rot, weiß und dann noch blau mit rüber möchte ich noch mit abbrennen, erstmal bevor ich es einschmelze und dann sehen wir weiter. Man kann natürlich, wie ihr von uns gesehen habt, halt in das Glas und Kerzendocht reinmachen und dann halt das Kerzenwachs mit rein. Oder wenn ihr Silikonförmchen habt, auch da rein mitmachen. Oder halt mit Papier-Muffinförmchen hatten wir auch schon mal gemacht. In so einem Muffin-Backblech. Und ja, ist auf jeden Fall sehr schön schon mal geworden. Und brennt auch wirklich wie halt eine normale Kerze halt so brennt. Ja. Ich zeige euch jedenfalls noch den ganzen Vorgang mit und so seht ihr dann, wie ich das gemacht habe. Man kann es wahrscheinlich auch noch besser machen oder anders. Aber für den Anfang reicht das vollkommen zu. Und so seht ihr dann auch, wie schon gesagt, dass man halt nicht alles wegschmeißen muss. Together.
You'll be